Der kann angelegt werden. Und der kann weg. Der. 9, plus 6, plus 2. Das Ding kann weg. Das ist ein plus 7, das Ding kann auch weg. Allgemein habe ich ja schon was angelegt, dann brauche ich den Rest nicht. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Jo. So viel zum Thema. Der. 9. Das ist weg. Wird der dann angelegt? Minus 1, minus 1. Stimmt, den habe ich schon verbessert. Okay. Das. Also, das ist wirklich cool, aber. So. Jetzt Glück, jetzt Leben. Ja. Jetzt Leben, yep. Jetzt Glück, Schmieden. Ich hoffe, ich kann das. Kann ich das nochmal spielen? Ich weiß nicht. Aufwerfen. Ah, okay, gut. Ich brauche noch Skill in Metallurgie. So viel zum Thema. Ja, das Ding kann ich zerlegen. Gut. Dann, was kommt jetzt noch? Ja, genau. Das Schild kommt weg. Ja, 1500. Durch das Verkaufen bekommt man sehr viel Geld. Das ist, angenehm. Ihr braucht nicht weiter. Gehen geradeaus und rechts. Vorne müsste er eigentlich sitzen. Mann, wo ist denn Salam? Ich weiß nicht, wo er ist. Moment. Ist er draußen oder drinnen? Ich tippe mal eher auf draußen. Geht doch mir mal aus dem Weg, ihr Spinner. Okay, hier kann ich eigentlich nicht hoch. Oh, oder doch? Wunderbar. Ah, hier hinten. Gibt es Neuigkeiten? Er wird dir keine Probleme mehr bereiten. Was ist passiert? Der verrückte Kerl ist einfach auf mich losgegangen. Stell dir vor, ich hab gehört, es soll sich neuerdings noch ein anderer Gerechtigkeitsfanatiker in der Stadt rumtreiben. Wie auch immer, Salah. Hier ist es nicht mehr sicher für dich. Wenn die Wachen deinen Namen erfahren haben... Verstehe. Ich habe bereits so viele gute Leute ins Gras beißen sehen. Ich könnte nicht mit dem Gedanken leben, dass es dich auch noch erwischt. Hier, nimm das und nutze es für einen Neuanfang. Wie ich nur denken konnte, dass du mich bei meiner Belohnung bescheißen würdest. Wie man bei uns so schön sagt. Zwei Köpfe, zwei Meinungen. Alles Gute, mein Freund. Gut. Yeah. Ich wünsche dir Ah, wunderbar. So, haben wir das jetzt mal erledigt. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Atmandor. Und reden dort mit dem... Es ist perfekt, dass der Teleport genau hier davor ist. Bin ich eigentlich schon geuplevelt? Ich weiß gar nicht. Yeah, ich bin geuplevelt. Jetzt kann ich noch mehr nehmen. Und ich brauche aber mehr Mana. Echt. So. Reden wir mal mit Basil. Basil doch. So. Ist alles erledigt? Ja, inklusive der Mutter. Und ich habe es so hingedreht, dass die Leute denken werden, dass beide die Stadt über Nacht verlassen haben. Kreativ, das muss man dir lassen. Mirage fängt an, sich für dich zu interessieren. Ich dachte, niemand weiß, wer er ist. Weiß auch niemand. So gut wie niemand. Er peilt sich uns über einen einzigen Kontaktmann mit. Tong. Wo kann ich ihn finden?
Hey, langsam. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich habe dich nur hierher gebracht, um unsere Abmachung zu erfüllen. Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, wie deine jüngsten Aktivitäten so aufgenommen werden. Mehr nicht. Der Captain, wo finde ich ihn? An so eine Information komme ich auch nicht so leicht heran. Ich kann dir nur seinen Namen nennen. Felonon Numen. Kein Wunder, dass alle nur Captain sagen. Sein Name ist nicht typisch für die Gegend. Früher hat er einen Schlachthof gehabt in Cessna da. Als die Schergen der Regierung ihn enteignet haben, hat er Blut gerochen. Sie wollten ihn verhaften, aber er hat 3 Wachen umgelegt, bevor sie überhaupt gemerkt haben, was Sache ist. Seitdem rekrutiert er Leute. Aber er bewegt nicht viel, das verdammte Arschloch. Mit seiner beschissenen Guerillataktik macht er uns nur das Leben schwer. Zerstört Lieferungen, die wir eigentlich rauben wollten. Bringt die Wachen um, die wir fürs Wegsehen bezahlt haben. Aber was ist eigentlich dein Interesse dabei? Was Persönliches. Eine Vendetta also? Ja, du brauchst nichts zu sagen. Ich kenne diesen Blick. Ich könnte dich nicht aufhalten, selbst wenn ich es wollte. Was kannst du mir über den Tower of Fangs sagen? Nur darüber zu sprechen hat so manchem schon den Tod gebracht. Und ich rede von kräftigeren Kerlen, als du und ich es sind. Man erzählt sich, Gandohar persönlich hat einen Schutzzauber darauf gelegt. Ich weiß ja, dass du eine Ader für todbringende Missionen hast, aber glaub mir, es gibt schlimmere Dinge als den Tod. Gerüchten zufolge gibt es nur einen, der den Turm betreten hat. Der Captain. Aber die Leute reden viel. Man erzählt sich zum Beispiel, dass er ein Pferd aus Kristall reitet. Kannst du mir etwas über Risa sagen? Freut mich, wenn dir mein Neuzugang gefällt. Sie hat einen Job gebraucht, das war vor ein paar Wochen. Ich konnte nicht Nein sagen, als sie zu mir gekommen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ich könnte ja ein Treffen arrangieren zwischen euch beiden, an einem ungestörten Plätzchen. Aber ich glaube, so viel Geld hast du nicht. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Ebenso. Bevor du gehst... Tut mir leid, Basil, aber... Entspann dich. Es ist nur ein Angebot. Was für eine Art von Angebot? Ich arrangiere Kämpfe. Von Zeit zu Zeit. Also, ja, falls du jemals das Gefühl hast, du könntest ein bisschen Gold gebrauchen... Leg los. Die Kämpfe finden im Pain Dome statt. Das ist die Arena, in der die Bruderschaft trainiert hat. Sprich mit Harren. Ach ja, sag ihm, du kannst einen Schoppen Blut schlucken, bevor dir schlecht wird. Dann weiß er, dass du von mir kommst. Moment, habe ich es gerade wieder? Habe ich schon wieder irgendwas mit Pfeilen gekriegt? Wollen die ganze Zeit mit den Dreckspfeilen nehmen? Mal. Ich bin ein Magier. So, wirklich spielt das noch scheiße. Ja, mit Risa habe ich jetzt keinen Bock zu reden. Im Inventar habe ich eigentlich nichts weiter. Was brauche ich hierfür? Nekromantie Klasse 3. Jetzt bin ich Nekromantie Klasse 2. Und ich halt mal gucken, wie viel ich noch brauche zum Ableveln. Nicht mehr so viel. Und auf der Karte, die gute alte Karte. John. Der ist wirklich einer. Ich glaube, das ist Zunge auf Deutsch. Ja? Das müsste Zunge sein. Das Lustige ist, ein Kumpel von mir braucht den Spitznamen. Also, ja, nicht Spitznamen. Ich hatte mir eine etwas andere Vorstellung von dir gemacht. Wie soll ich das verstehen? Dein Auge. Ich bin übrigens Tong. Wie ich annehme, hast du bereits von mir gehört. Wer du bist, ist mir nicht verborgen geblieben. Aber ich werde schließlich dafür bezahlt, solche Dinge zu wissen. Ich weiß, wer du bist. Wie man hört, stellst du viele Fragen, zum Beispiel über den Tower of Fangs. Das ist, mit Verlaub gesagt, ziemlich leichtsinnig von dir. Aber wenn du wirklich mehr über diesen Turm erfahren möchtest,
schlage ich vor, dass du mit mir kommst. Hey, Junge. Okay, dann komm ich mit. Beste Ware zum unschlagbaren Preis. Oh Gott, man, bitte keine Schlägerei in irgendeinem Hinterhof. Was sagst du der? Okay. Was ist hier eigentlich? Schaut nur her. Ein, was ist?